Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Es wird wieder Zeit, Intrigen zu schmieden, Messer zu schärfen und am Ende als allerletzter Überlebender ein Lächeln im Gesicht zu haben. Was heute alles so passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe einen Luftballon bekommen. Oh, wollen wir alle eine Luftballonrunde spielen? Nein. Nein. Okay. Oh. Wer kauft denn einen Ballon für 3,50? Seid doch selber doof. Echt? Das ist mittlerweile nicht was am Bein. Ich bin jetzt Derby doch jemand eigentlich. Abstand, Abstand, Boris, Abstand, Abstand, Abstand. Auf einen Ballon, los. Geh weg, Abstand. DJ, startet bitte die Runde, dankeschön. Ich bin leider nicht mehr abwählen. Andrian, startet bitte die Runde, dankeschön. Wer ist Buttonmeister? Ich doch schon gedrückt, starte. Dankeschön, Andrian, du bist ein toller Kuss. Wenn ich jetzt nochmal Nice Guesser werde. Ja, dann guess dich selber raus. Okay. Dann spiele ich jetzt noch eine mit. 3. Nein. Doch. Ich bin nein. Was bin ich? Ich bin ein Rita. Und der sieht aus wie Yoru. Das gefällt mir nicht. Alles hier drüben. Oh, Boos, mach doch nicht diesen. Bitte nicht. Sei ihr lieber. Gut, ich gehe aber wirklich in die Ecke. Oder mich wirklich hier hart. Thierry, ja. Thierry mit. Okay. Boris, was ist deine Aufgabe? Der ist so doof. Er ist so doof. Ich also habe Eis oben im Lab. Okay, also eine Leiche ist uralt. Das und ich denke, das war Eis der VIP. Ich glaube auch, dass die Leiche im Lab ist, die uralt ist. Be honest. Ja. Die haben Anteil und ich gerade zusammengefunden. Ich würde sagen, Thierry ist relativ spontan, würde mir jetzt so durch den Kopf schießen. Ich glaube, Frigo hat den ersten Kill zumindest nicht gemacht. Für den ersten Kill kann ich auf jeden Fall Doc und... Woher weißt du dann, wie alt er ist, Gixi? Weil ich im Admin-Panel war, als dieses Licht aufgegangen ist. Und da waren zwei Leute zusammen im Lab und danach Reaktor noch. Aber ich war mir nicht sicher, ob da der Kill gefallen ist. Und danach ist das Licht ausgegangen und da waren wir beide am Licht. Und da müssten drei Leute in... Wie heißt denn das da? Medbay sein. Medbay, ja. Scan auf jeden da Fall. Waren auch ganz viele unten in Cafeteria. Wer kann sich dafür denn rausnehmen, wenn da ganz viele waren? Thierry und Boris. Thierry ist down. Boris und ich waren da. Und Snaxy war auch irgendwie da, aber ich habe nicht gesehen, woher der kam. Ich war an der Admin-Karte. Nein, ich bin nicht mehr in Admin, ich bin auf dem Weg nach Cafeteria. Es gibt keine Admin-Karte. Doch, es gibt eine Admin. Aber du warst doch... Es gibt eine Admin-Table. Kurz nachdem der Kill war, der erste... Ja, das ist dieses weiße Licht gewesen. Okay, dann ist er gestorben, als ich gerade meinen Upload gemacht habe. Ja, kurz da, wo der Kill war, kam Snaxy, warst du Cafeteria? Ja, ich war Cafeteria, als der Dingen starb, als der VIP starb. Da war ich unten an der Weather Note. Entschuldigung, einmal kurze Zwischenfrage. VIP heißt was? Dass alle diesen weißen Lichtblitz bekommen, wenn die Person stirbt. Alles klappt. Dann waren wir zusammen. Jeder ist hier auf ihn. Das ist richtig, dafür nehme ich Marsch und Tier. Ja, ich nehme Gixi dafür raus. Das heißt ja nichts. Ich glaube, Carol war eine Zeit lang da oben. Sie ist auf jeden Fall aus Locker Room gekommen. Ich kam von Carmen. Also ich bin am Anfang auch nach oben gelaufen, hatte aber tatsächlich nur den Shiba
Und bin dann auch wieder runter und hab dann noch unten die Kabel gemacht. Waren die Kabel deine ersten Kabel bei dir? Ja. Hab dich voll abgehängt, oder? Bäm, aber du hast mir noch keinen Ballon gekauft. Ja, weil... Die ersten Kabel waren oben, wenn du vom Start kommst, geradeaus. Da ist auch irgendwer noch mit mir stehen geblieben. Na gut. Carol Suess. So. Wir wissen, was Boris vorhat. Nichts. Wer bewegen ist, nichts Neues auch für Boris. Wer will witzig sein? Das müssen wir ihm zugute halten. Er ist es nicht. Ne? wer kennt sich besser aus mit keinem Humor haben als ich? Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Von dem her. Er kann natürlich auch Asonis spielen, wenn die Figur existiert. Hä? Wer von euch Schweinen hat Frigo getötet? Ich würde aus der Sache jetzt dann direkt sagen, dass Carol dann den ersten Kill gemacht haben muss, weil drei Leute sich in Medbay zusammen rausnehmen konnten und drei Leute sich quasi unten. Ja, unten ist aber drei, war eine Tiri dabei. Naja, also ganz doof, also um das einmal kurz zusammenzufassen. Marshi möchte immer noch keinen Ballon kaufen. Nee. Frigo hat dabei zugeguckt, wie ich Marshi einen Ballon verkaufe. Carol lief da irgendwann rum, jetzt ist Frigo tot. Carol war da in der Gegend. Carol Jeder war da in der Gegend, aber da war noch mehr. Ihr habt Gigi gesagt, stand Marshi, auf dem Scanner, Snacki, wer war noch da? Das Asteroidenschießen standen drei Leute. Ich stand auf keinem Scanner. Nein. Doch, du standest auf dem. Nein, ich nicht auf dem. Du standest auf dem gefixt. Teleporter, der Teleporter an der Gießkanne. Ja, aber ich bin dann runtergelaufen und bin gerade am Licht. Und die Leiche kann ich auch keine 10 Sekunden alt sein. Carol? Ja, was? Ich habe wegen dem Cooldown. Der Kill-Cooldown ist doch jetzt erst vor 10 Sekunden fertig gewesen. Ja, welche Frage hast du, Marshi? Wie fühlt sich's an, wenn man in der letzten Runde, die man mitspielt, Frigo tötet? ich habe auch eine Frage. Ich kann sehr gut anfühlen, aber ich habe ihn nicht getötet. Steffi, du bist viel zu laut, aber ja, frag. Haben wir einen Engineer? Kann durchaus sein. Ist der eingestellt? Der müsste mal fixen gehen, der Junge, ja. Der ist eingestellt, ja. Den gab's auf jeden Fall zwischendurch. Ansonsten kann Vulture. Ich habe da gerade jemanden aus dem Vent springen sehen. Vulture kann auch wenden. Es war eine grüne Farbe. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine hellgrüne Farbe war oder eine dunkelgrüne Farbe. Ich bin gerade bei der Gießkanne. Da muss mich wahrscheinlich auch jemand gesehen haben. Ich glaube, ist es unter Decontamination. Ich glaube, Snacksy hat den Kill an Icebox gemacht. Ich glaube, Snacksy hat den Kill an Icebox gemacht, der erste Runde. Glaube ich. Bisschen tue ich nicht. Jetzt werde ich wieder für Glaube. Ich hab dich nur mit reingezogen. Ne? Nur mit reingezogen. Ja, ja. Ich kann André. Ich bin einfach ein unschuldiger Mensch. du bist ein Valorant-Bösewicht. Dann wird das nächste gewesen sein, der gerade aus dem Band gesprungen ist. Also die erste Runde kann auf jeden Fall. Ja, nur aber der Evil Guesser weiß immer noch nicht, was genau ich bin. Das ist ja zwei gestorben. Tür auf, Haustür zu. Jetzt alles schon wenn dann falsch ist, habe ich Carol, tut mir leid. Aber wenn du halt den Nein, Film, was? Ja! Einer hat nicht gewotet. Warum zählt das nicht als Vote? Ach, war nicht Button, okay. War ja kein Button. Jo. Ja, warum drei? Rinne. Also wir müssen noch nicht voten, ne? So ist es ja nicht. Von daher. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Boris bad. Ja, du bist bad. Was ist doch die 2? Carol? Jan geschehen. Ist tot. Wie so ein kleiner Chihuahua. Buchezimmer? Ja. Ich hab Carol getötet. Hab ich gern gemacht. Dafür kann ich ihn nicht vorwerfen, ich skippe. Falls wir einen Evil Guesser von haben. Ja. Ich glaube doch, das Portal Maker. Und wo anscheinend Carol? Ich hasse dich so, Jixi, weißt du das? Sind zwei Wenn doch, stirbst, bring ich auch ein. Ja, jetzt werde ich wieder für. Ey, Junge, ja, ich wollte mich selbst so. Du wolltest dich kein Porn essen. Ich wollte mich jetzt direkt am Stecken. Wir können doch skippen. Da ist die Crew selbst schuld. Jetzt vote ich mich selbst. Wir können doch skippen. Ja.
dass jemand pisst. Sheriff, Doc ist Portalmaker und Snacksy wurde sich selber. Was habe ich verpasst? Ich bin Hacker. Hast du 3 Rollen. Kannst du gewinnen. Alle liebe Gäste übrigens, ich bin Angie. Also ich bin nicht falsch, ich bin wirklich Angie. Hallo? Hi, wie geht's dir? Nö, das sehe ich nicht ein, Alter. Ich stehe beim Bett, wenn ich mal drin bin. Ich bin gestern oder so. Ich verstehe das Problem jetzt gerade gar nicht. Oh, die kann er wegbringen. Ich fühle mich schwer irgendwie. Das ist alles zu schwer, alles zu tragen. Ich hätte gern weniger davon. Glaube ich. Schon irgendwie eigentlich, ja. Ist schon cool, so das Schild abzulegen und den Helm. Und einfach, ja. Zu leben halt. Sich frei zu fühlen. Aber gut. Ist der an mir umgefallen? Ne, es kann sein, dass er vielleicht auf dich geschossen hat, ja. Ja, Boris war doch Sheriff. Aber warum? Aber Boris. Ja, okay. Aber der müsste schon Verdacht haben, du warst da eigentlich gar nicht sass. Nee, deswegen, keine Ahnung. Also ich bin gerade in meine Kabel reingegangen und auf einmal lag der neben mir. Deswegen bin ich gerade. Ja. Habe ich gerade extra noch 2-3 Sekunden gewartet, falls wir irgendwie sowas wie. Heißt denn das nochmal? Warlock? Warlock, genau. Warlock drin haben oder so. Also es könnte ein echt guter Self-Report sein, gerade für mich, ne, weil ich ja auch gerade in Decon war und bin hochgegangen. Boris ist halt nicht mitgekommen, es hat mich gewundert und hab dich dann gesehen, wie du an den Kabeln standest. Deswegen kann es sein, dass er sich vielleicht verklickt hat, der Boris, aber warum soll er auf dich schießen? Also Keine Ahnung. Bin gerade in die Richtung gegangen, wo Adrian gegangen ist und dann, als ich dann dort ihn gesehen habe, kam der Report. Ja, aber so lange hätte ich da niemals gewartet. Nee, ist ja okay, aber. Wenn ich den gekillt hätte, dann wäre ich entweder instant weggelaufen oder sonst was. Vor allen Dingen da unten ist der Vent noch zu. Wieso sollte ich da killen? Stimmt, ja. Da ist oben Marshi gerade hingegangen. Hm. Ich weiß ja, dass die zu zweiter eigentlich drin waren. Deswegen war ich ganz verwundert. Deswegen hat es mich gewundert, ja. Hm. Ich dachte, er wäre reingegangen. Er ist reingedippt für mich. Ausschlussverfahren ist ja dann entwickelt, dass wir es beide nicht sind. Oh. Ja. Weil wenn er auf dich geschossen hätte und du hättest ja zum Beispiel Snacksy getötet, wärst du ja auch tot. Deswegen kannst du für mich keinen der beiden Kills gemacht haben, außer du machst einen geilen Self-Report, dann gönne ich das auch. Dann bleibt noch Steffi, Steffi hat gesagt, sie hat Snacksy wenden sehen. Ja. Das kann man auch kann sagen, auch um den Imposter-Kollegen... wir hatten letzte Runde... Also es wurde niemand gegessen, obwohl ja mehrere Rollen geleakt sind. Ja, genau, ich kann jetzt auch, glaube ich, meine Rolle ganz entspannt liegen. Es wird nichts geleakt, sonst Schund. Okay. Votet einfach. Ja, den ich voten würde, der ist tot. Ja, dann wurde Doc. Ja. Dann wurde Doc. Dann wurde Doc. Nee, ich kann ja Doc auch ausnehmen für den VIP-Kill, theoretisch. Ja. Ja, aber dann bleibt er noch einmal. Könnte Sheriff Bates sein? Ja, nee, dann wäre ich aber instant und nicht erst da gestanden. Und ja. Okay. Deshalb. Du kannst viel erzählen, aber nee. Also wenn es ein Separate-Report war oder Bait, dann... Ja, dann... Krasse Scheiße. Für mich nur noch Marshi übrig. Ja. Oh wow, wir sind uns sehr einig. Ja. Da bist du Imposter, GGX. Gut, wer auch immer mich gewotet hat. Ich bin nicht Imposter. Aber du? Dann bist du GGX. Ja, keine Ahnung. Marshi, hast du gesoffen oder was ist los? Pst, jetzt, pst. Ich wusste gar nicht, dass du beim Trinkspiel auch mitmachst. Wir spielen ein Trinkspiel? Doc und ich sind im Boys, was denkst du denn? Na, was für eine Frage. Gut, dass ich dafür die entsprechenden Voraussetzungen mitbringe. Standfestigkeit? Die Frage, würde ich mich töten, immer wenn ich jetzt Imposter oder Chakal wäre? Wenn dann Free Buy oder Free Way? Ach fuck, ich muss da stehen bleiben. Auf jeden Fall unten ist der Kill geschehen. Ja, war die damit. Hä? Okay. Trollolol. Ich kann Andrea rausnehmen. Wir waren die letzten 25 Sekunden zusammen.
Wo wart ihr? Wir waren gerade beim Launchpad. Beim Launchpad? Ich war da mit Marschi. Ja. Erzähl du, sorry. Weil Doc Portalmaker ist. Mir kostet den Saal drauf. Hm, und? Weil du Runde 1 zur Gießkanne bist und da das Portal steht. Was ist denn? Ach, ich hasse es, wenn ihr so schnell votet, wenn ich es nicht bin. Das hasse ich noch mehr, als wenn ich es bin. Hm. Nee, ich bin's nicht, deswegen ist es witzig. Also, ihr habt nicht mal gefragt, wo der Kill war. Die Logik ist halt nicht vorhanden. Wo war der Kill denn? Ja, aber Andrian kann ich nicht gemacht haben. Ja, Gigix, dann bist du immer noch du da. Ja, aber ich kann noch wo nicht, ist also. Der Kill denn? Beim Rector. Und zwei Punkte waren safe an Launchpad. Ja, das waren Andrian und ich. Ja, und wenn du sagst, Portemaker Stock, dann bist du es nur noch du für mich. Außer es war Bait Boris, aber dann gönne ich anderen die Runde, aber auch. Das ist wirklich so. Den hat er sich dann verdient. Ja, also. Deswegen. Also anderen, du kannst ausgleichen, wenn du GGX gebot ist. Ansonsten haben die Imposter oder Jakal haben gewonnen. Weil Doc ist auf mich gegangen, GGX auch. Doc hört gar nicht zu, er denkt nur, saufe. Gigi denkt so, endlich ist jemand saufe und ich kann ihn bekehren. Aber Doc, denk immer dran. Lass dich niemals von Asia. Ja, was hast du denn gemacht, Kixi? Hä, ich stand. Bevor, neben ja, dir bevor, einfach. Aber vorher. Ich du standst auf einmal neben mir. Mach die Augen auf, während du in der Task bist. Naja, du standst auf einmal neben mir. Ich hab da reingeklickt und dann standst du auf einmal neben mir. Ja, weil ich durch den Gang hinter dir da lang gekommen bin. Was ich hast du vorher gemacht gehabt? Oder bist du direkt hingegangen? Relativ direkt. Ich bin kurz in Lock stehen geblieben und bin dann noch unten durchgegangen. Warum bleibt und ich habe dich noch gesehen, als ich um die Ecke gegangen bin und danach warst du immer aus meinem Sichtfeld draußen. Ja. Tut mir leid, André, du hast die Runde geschmissen. Ist ja auch passiert. Ach, Leute. Achso, ich hab die Taste noch. Bei mir liegt's. Oh, Bohre. Ja. Das hinten raus ist halt schwierig. Nein, Boris. Good job. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Seid aber auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Wenden, Killen und Niederschnetzeln. Tschüss, bis dann.